mir noch deine Fahrzeugpapiere, bitte? Ja, müsst ihr mal eben rechts ranfahren. Okay, ja, ich fahre da rechts dran. Da! Na? Wie geht's? Ja, soweit. Ganz okay. Geht's dir? Das klingt aber nicht so toll. Ja, es gab heute einiges. Aufklären. Ich habe mich nämlich mit Eli unterhalten, aber irgendwie brauchen wir dafür eine ruhige Minute, glaube ich. Achso, wir waren eben auf der Straße. Ja, das... Guck mal, wenn du jetzt guckst, wie die Sonne drauf fällt auf den Wagen, dann hat er eine ganz andere Farbe, wie gestern in der Werkstatt. Ja. Das ist schon wie ein Spiegel, oder? Bitte? Das ist schon wie ein Spiegel, oder täusche ich mich das? Ja, nicht so ganz was. So. Ja. Guck mal, wenn du hier stehst. Stimmt, so ein bisschen ja. Das war ich gar nicht so gedacht, aber gut. Jeder muss kurz warten, dann kriegt er den Schlüssel. Ah ja. Ja doch. Achso, es sieht auf jeden Fall kein grünes Auto. Also dunkelgrünes Auto. Ja genau, schon. Jetzt sieht es nämlich nicht mehr dunkelgrün aus. So ein bisschen noch, vielleicht von der Seite, aber... Je nachdem, wie das Licht fällt, ne? Ja, aber der Pearl-Lack macht schon einiges, ne, finde ich. Ja. Weil wenn man so hier auf die Motorhaube guckt, schon... Echt schön. Ach, ich mag blau, ne? Ja, blau ist auch eine schöne Farbe. Ah, und Lia und Miles sind jetzt auch im Club. Ja, hab ich doch mitbekommen. Lia hat doch gestern gesagt, dass sie einen für sich und Miles gekauft hat. Ah ja, da warst du dabei. Wollte schon anrufen, aber geht keiner ans Telefon von den beiden. Ja, ich habe auch Hector angerufen, aber den gedacht. Ich wollte mit ihm eine Fahrradtour machen, weil er letztens was von einer Fahrradtour erzählt hat. Ah, eine Fahrradtour, ah ja. Aber. Ja. Er weiß dann von nichts. Weiß auch nichts von seinem Glück. Ach so, das wird eine Überraschung. Ja, Überraschung nicht. Aber wenn ihr letztens sowas Süßes gemacht habt und dann, er hat halt irgendwie gemeint, irgendwie Fahrradtour wäre was er gerne machen würde, dann dachte ich, ne. Ja, er war so ein bisschen Kopf des Ganzen, ne? Ach echt? Okay. Ja, so ein bisschen. Er hat das so ein bisschen auch, ne? Also, mach eine große Fahrradtour gerne mit ihm. Ja. Ja, wie gesagt, ist nicht an sein Handy gegangen. Ja, keiner von denen. Ja, aber um 20.30 Uhr, also eigentlich. Ja, gleich, ne? 3 Minuten. Ja, nee, also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und wir haben an Doris tatsächlich auch eine Mail geschrieben, weil ich mich da mit Eli unterhalten hatte. Ja. Mich nervt es ein bisschen, dass wir unseren Lebensunterhalt nicht durch Fishwrap leiten können. Ja. Und nicht nur das, sondern auch niemanden einstellen können, obwohl wir eigentlich... Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir noch jemanden einstellen könnten. Ja. Kommt mal drauf an, wie viel zu tun ist, ne? Ja, also die letzte Zeit war schon ziemlich viel, auch mit diesen Werbungen und so. Naja, aber das ist ja eine einmalige Sache mit der Werbung erstmal, oder? Ja. Also die Sachen erstellen, meine ich jetzt. Ich habe gelesen, das Taxi hat jetzt alle seine Sachen gekriegt. Die waren sehr dankbar. Richtig, Taxi hat seine Sachen gekriegt und... Aber wir haben zum Beispiel Downtown Tunings, das ist ein Dauerauftrag. Weil jedes Mal, wenn die... was posten wollen, teilweise einen anderen Text und das können die nicht selber und deswegen machen wir das. Ja gut. Naja. Aber damit können wir nicht so viel Geld verdienen, dass wir jemanden einstellen können. Richtig, genau. Und ich sehe es halt irgendwie nicht ein, jemanden zu bezahlen für die gleiche Arbeit, die ich mache und ihn dann von meiner anderen Arbeit zu finanzieren. Weißt du, was ich meine? Halt ja, schwierig. Ja. Ja. Das und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir für diesen Werbekram haben wir uns jetzt Preise überlegt. Ja. Wir machen das nicht mehr auf Trinkgeldbasis, sondern das ist dann halt jetzt preisgebunden. Müssen die Leute halt dann wissen, ob denen das wert ist oder nicht. Ja. Und vielleicht, keine Ahnung, suche ich mir einen anderen Job oder so, statt immer nur Steine zu kloppen. Ja, was denn? Hast du eine Idee? Weiß nicht, vielleicht brauchen die beim D&J jemanden, der das Telefon festhält oder so. Ja, stimmt. Und das Dosentelefon. Ja, genau, das Dosentelefon. Ah ja. Könnte man mal fragen. Ja, ganz ehrlich, ich habe nämlich auch, genau das gleiche hatte ich auch schon letztens überlegt. Ja. Also nicht andauernd hier immer ne Sand, hier von Kindern Sand. Ich habe mal gehört, das ist vielleicht Kinderarbeit, ich kann da Ärger kriegen. Oh ja, stimmt, ja. Ja, und ich habe überlegt, ob ich vielleicht sonst eventuell sonst zum Taxi gehe. Ach, zum Taxi, ja, das hat Ina ja auch überlegt, das heißt. Ja, irgendwie sowas. Ich wüsste ja, was denn sonst? Soll ich irgendwie hier als... Was denn?
Wusstest du, dass das Taxi auf Trinkgeldbasis läuft? Wie auf Trinkgeldbasis? Die laufen auf Trinkgeldbasis, weil die eigentlich ein Paycheck bekommen. Hast du dich letztens ganz viel bezahlt für eine Ich habe Fahrt? letztens ganz viel bezahlt und Ina hat letztens auch ganz viel bezahlt. Und das, als wir dem Taxitypen das heute gegeben haben, ne, den ganzen Werbekram, Ja. dann habe ich erstmal erfahren, dass sie auf Trinkgeldbasis laufen und meinte so, wie im Moment, ne? Hab da letztens 1,3 bezahlt, Ina hat letztens 3,5 bezahlt. Was? Ja. Aber halt erstmal für dich. Kann gut sein, dass der uns anruft, wenn der, weil er hat jemanden im Verdacht. Und dass wir dann mal so eine Testfahrt machen. Ja. Und wenn er uns dann Geld abnimmt, ne? Verstehe. Oder abnehmen möchte. Ah ja, das ist ja fast schon eine Story wert, hinterher. Ja, wenn der Taxifahrer sagt, ist okay. Wir wollen ja nicht so sein. Naja, also der hat euch schon beschissen, ne? Dann. Ja, aber es ist ja. Ist ja nicht das Taxiunternehmen und der Besitzer, sondern halt ein Mitarbeiter, ne? Und Ja, man dann. kann ja auch sagen, mit der Hilfe von Fischfremd wurde ein schwarzes Schaf aus dem sonst ehrenwerten Taxiunternehmen. Ja, Weißt du? genau, irgendwie so. Aber das würde ich dann dem Taxiunternehmer. Ja, Also müssen wir das mal ist was, was ich quatschen. mir auch sonst vorstellen könnte, vielleicht so ein bisschen Ja. Geld zu verdienen. Aber es ist auch blöd, dann arbeiten wir wieder andere Jobs, um jemanden einzustellen, der unsere Arbeit eigentlich auch mitmacht, weil wir andere Jobs machen müssen. Verstehst du? Falls Also, überhaupt erstmal wenn du jemand. es, ja, aber wenn du das Telefon halten musst, heißt das ja nicht, dass du da rumstehst, das Telefon hältst und danach 3 Stunden gehst und dann schreibst du den Artikel. Die wollen nicht Ja, vor allem ist bestimmte es. Stoßzeiten haben. Ja, richtig. Wahrscheinlich das. Und dann sehen wir uns halt in den 3 Stunden nicht. Und ach, keine Ahnung. Ja, das Ah, ist, ich sag ich mal, denke. vom Zufriedenstellungsgrad ziemlich niedrig. Ich würde sagen, so auf der Null. Ja. Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen. Vielleicht kann man dann nochmal mit dem DJ reden. Ja, wir gucken mal. Mal sehen. Gucken. Auf jeden Fall machen wir dieses Werbeding, weil das echt viel Zeit gefressen, machen wir nicht mehr auf Was habt ihr eigentlich vom Taxi Trinkgeldbasis. dafür gekriegt jetzt? Eli ruft an, warte. Hallo. Okay, dann treffen wir uns zu Hause. Okay. Bis gleich. Eli hat jetzt den Wagen und dann fahren wir nach Hause. Guck mal, wie schön der ist. Guck mal. Habt ihr den umge... Sam? Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Oh nein. Ja, machen wir irgendwann anders. Ah. Ich muss mit meinen Autos dann auch noch mal hin. Ja. Ich fahre Ja, jetzt ich nach meine, Hause. das Treffen ist ja schon, deswegen. Genau. Ja, treffen wir uns zu Hause, dann fahren wir da weiter, ne? Genau. Ja, ich fahre jetzt direkt schon mal hoch, ne? Mach das. Okay. Ich Weißt du, wo weiß ja das gar nicht ist? wohin, verdammt. Harper? Ja. Der östlichste Highway. Der östlichste, ja. Genau. Da ist so eine Raststätte mit einem 24/7. Ja. Da findet das statt. Ah ja, super, dann fahre ich da mal hin. Mach das. Bis Super, gleich. bis gleich. Schönen guten Dean. Abend. Hallo, Dean hallo. kriegt. Du bist Dean, richtig? Nee. Oder? Nee. Ah, okay, habe ich dich. Nee. Aber schöner Klapp, den du hast. Ja, danke schön. Wie Danke findest schön. du meinen da drüben? Wo ist er denn? Ach Warte da, der hier. ist ganz nett. Wow, Ja, Johann, Grüße. auch nicht schlecht. Ja, ihr habt gesagt, er soll ballern, deswegen habe ich jetzt ein bisschen mit Farbe gespielt. Der ballert auf jeden Fall, Mann. Ja, wir brauchen noch so ein offizielles Club-Club-Begrüßungsritual-Ding, Mann. Ja, ach so, ja, herzlich willkommen Irgendwie im Club. so ein Handzeichen oder so hier, sowas irgendwie, weißt du, so, yo, Club-Club. Oder So, so, weißt also du? meinst du so, jo, Club, so. Da, Ja. Yeah. da, so. Müsste man mal überlegen. Ja, irgendwie Es so ein geht. Handzeichen, Mann. Ja. Aber schön, dass du auch einen hast. Lia Ja. hat das erzählt gestern. Genau, Lia hat auch einen, Mann. Also die hat praktisch einen ausgegeben. Ja, So. sehr cool. Sehr Ja. cool. Wo ist sie Wir denn? haben auch, wir haben, ich glaube, noch am zu Hause. Ach so, ja. Ja. Ja, Aber wir okay. haben auch uns an die Kennzeichenregel gehalten, ja? Ja, habt ihr? Ich habe das erste B als Nacht, sie das zweite B als Nacht. Ja, sehr gut. Super. Das war sehr verwirrend bei der Fahrzeugpapier- und Schlüsselübergabe. Ich will meinen Club anmelden, habe die richtigen Schlüssel, aber die falschen Papiere einstecken und andersrum, Mann. Ach du meine Güte, das ist ja ein Hin und Her. Ey, ich sag dir das, die Tante hat mich die ganze Zeit angebrüllt, das ist nicht deine Karre, fahr die da weg. Ja, ich
meine, das hat der Dame vielleicht auch mal einen Alltag verschafft, ne? Als sonst. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das war lustig. Die Cops haben schon ganz komisch geguckt auf deiner Straßenseite, was wir da veranstalten. Naja, die sehen das ja auch nicht so häufig, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, aber macht Laune, die Karre zu fahren. Ich meine, meine ist noch gar nichts gemacht, ne? Aber. Ja, also ich finde, der hat so eine gute Kurvenlage, ne? Der ist ja sehr direkt in der Lenkung. Der fährt ja aber auch von Werk aus schon sehr, sehr geil, Mann. Ja, ich weiß. Also ich habe Leistung jetzt nicht gemacht, ne? Weil, also ohne Leistung, das, was du jetzt siehst, ist nur optisch. Das sind schickt man. Das sind 31.000. Ja, ne? Das ist okay. Und mit Leistung wäre ich aber dabei bei 70 gewesen, ne? Also es ist schon. Oh, das ist noch okay, Mann. Ja, aber du kannst ja auch noch mehr machen als jetzt, ne? Du kannst auch die Türen Carbon machen, wenn du willst, ne? Ja, ja. Also da kannst du noch eine ganze Menge machen. Ja, was geht? Ja. Miles sagte gerade, die haben jetzt auch ihre Club so angemeldet, dass sie konform zu unserem Club genau, Club und sind. Das hier ist unser offizielles Club-Kennzeichen. Ja, Club. Ja, Club. Mega gut. Ja, oder wenn du willst, können wir auch das machen. Ja, Club, was geht? Na, was geht ab? Ja, nix. Und bei dir? Soweit. Ja. Wo sind eure Clubs? Da hinten. Ja, er ist mit dem Komet gekommen, den er gemacht hat. Ja, du bist mit dem Komet gekommen. Guck dir den mal an, der ist echt schick geworden. Hast du den schon gemacht, Mann? Ja. Jo, verdammt, Mann. Bist du einen Tag mal Friedpennen und dann passiert dir so viel. Ja, aber vor allem Frühpennen, Mann, das war um 10. Ja. Ja, das ist schon, für manche ist das schon früh, ne? Das ist schon früh, wow. Ja. Lang gehalten. Du hast gesagt, du willst sie nicht exorbitant über den Turf drüber. Und das ist echt gut, Mann. Ja, doch. Kann man auf jeden Fall anbieten, Mann. Ja. Das ist echt. Also, es ist Understatement ohne zu understaten, Mann. Oder? Also, es ist irgendwie schlicht, aber trotzdem irgendwie super auffällig. Richtig. Ja. Das wollte ich. Ist das Understatement ohne zu understaten? Ja, das wollte ich damit sagen. Ja. Das ist bei deinem Energy aber auch so. Ich finde den auch schlicht, aber auffällig. Ja. Durch die Farbe. Genau. Ja. Und der ist ganz schön bullig im Vergleich zu den anderen, sehe ich gerade. Junge. Beim neben dem Club so. Ja. Also, wenn du mal so. Okay, ich habe ihn eigentlich okay. Wenn du mal so den Komet da hinten vergleichst mit dem hier, das ist halt, sieht halt aus wie ein anderes Auto. Auf jeden Fall, Mann. Ja. Aber. Ich finde die Felgen richtig gut. Also, wenn ich die. Ja, sowieso, Mann. Also, wenn ich die Wahl zwischen dem Komet und dem Komet da hinten hätte. Ich weiß nicht, der andere sieht halt gespannt. Aus wie jeder. Scheiße, ich glaube, ich würde den Elegy nehmen. So. Nein, deiner. Definitiv deiner, Mann. Ich kann es verstehen, wenn man das Auto nicht mag. Halt ja, die Form ist halt so. Ja, das ist Geschmackssache. Ja, Geschmackssache. Hallo. Ja, was geht? Jo, Malzmann. Ja, was geht? Fall. Ja, dann warten wir vielleicht noch auf den. Ja, Club. Club. Okay. Ja, Club. Können wir mal eine Runde drehen. Ja. Kann ja jeder mal ein bisschen was zu seinem Auto verlieren, wenn er möchte. Ja, das ist unser. Wir sind jetzt die Club-Gang, Mann. Wieso sind wir die Club-Gang? Ja, du nicht. Wir kommen schon von ganz alleine. Wir sind der Club-Club, Mann. Ja, wir sind der Club-Club. Ist das hier so eine Gegenparty? Nee. Das ist unser Club-Club-Meeting, Mann. Ja. Oh, wir müssen wirklich monatliche Meetings. Das müssen wir eigentlich mal machen, immer. Ja. Boah, er kommt mit dem Schlepper, weil er seine Karre hier nicht herkriegt. Weil der Kanjo zu tief ist. natürlich, Mann. Oh, ist das ein Foto GTX? Ja. Oh. Ich mag Foto GTX. Du kannst die Arme runternehmen, wenn du möchtest. Nein. Okay. Dann nicht. Das ist halt Club. Ja klar, Mann. Das ist die Begeisterung. Leute, ich weiß aber nicht, ne, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich wurde bei meinem Komet beschissen. Wieso, Mann? Ich habe das Gefühl, dass da keine Leistung dran gemacht ist. Meinst du? Ja. Oh, frag mal den Besitzer von dem anderen, ob der Leistung hat, dann fährst du den mal. Das ist aber auch Bennys, ne? Ich wollte gerade nachfragen, wo hast du den gemacht, Mann? Bei Bennys. Ja, dann ist doof, wenn du den Chef von Bennys fragt, ob er die Leistung vergessen hat, wenn es in seinem die vielleicht ist oder so. Okay. Ja, mach doch mal auf die Hobel hier. Ich guck mir das mal an, Mann. Wem gehört eigentlich der Schwarze? Hinten kommen. Keine Ahnung. Ja, stimmt, da war ja anders bei der Karre.
gerade sagen, wollte ich gerade vorgucken. Ah, ich muss noch mal ganz dringend an den Bankautomaten. Malz, entspann dich mal. Ja, sonst alles gut. Ja, aber kann ich klagen. Ja, schön. Selbst? Ja, ja. Gibt schon schlimmere Tage. Ja. Nee, Mann, ja, das ist ja Chip-Tuning mehr bei deiner Karre schon, Mann. Ja, ich glaube, ich fahre dann nachher tatsächlich mal zu einer anderen Werkstatt und frage dann mal nach. Ja, warum hat er den Canyon jetzt mit dem... Ach, ich sehe gerade, warum, alles klar. Mal da überhaupt noch eine Münze zwischen? Weil da die Reifen gebrochen sind. Oder die Achsen. Jedenfalls wirkt es so. Ja. Ja. Du, was sagst du? Ja, du, außer gewöhnliche Farbe, aber fittet, oder? Was ist das für eine Farbe, Mann? Das ist so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist eigentlich so ein relativ dunkles Lila, kein Mitternachtslila, aber fast. Ja. Und dann ist da ein bronzener Perleffekt drüber und das sind bronzene Felgen. Ja, es ergibt auf jeden Fall ein schönes Grau. Ja. Weiß nicht. Das Geilste an dem Auto sind irgendwie die Felgen. Ich weiß nicht, die kommen so gut auf der Karre. Da finde ich den Chromrand sogar richtig, richtig gut. Ja, ich hätte sie sogar komplett chrom gemacht, Mann. Also ich. Ja, hätte ich sogar überlegt. Ja, das würde, glaube ich, auch fit gehen. Gab es die Auspuffrohre auch in groß oder waren die ausverkauft? Die waren ausverkauft. Frag für Freund. Naja, Auspuff wird überbewertet, ne? Ja, Hauptsache hat irgendwann. Ja, es gibt einen größeren Auspuff, aber der steht so. Der steht noch weiter hier raus, so, ne? Hier so. Ja, ich wollte gerade sagen, mal. Kacke aus. Den zieht's ordentlich nach hinten dann. Ja. Aber mir gefällt's. Ja. Ist sogar richtig gut. Das ist die Hauptsache. Ja. Genau. Du musst damit zufrieden sein. Tatsächlich wie sagt jetzt der Hector, noch mal eine Runde Gassi fahren. Neben deiner Karre stehen. Ja. Ich wollte den tatsächlich auch noch mal eben eine Runde Gassi fahren. Papa? Ja? Willst du mit? Ja klar. Was für eine Frage? Weißt du, ich hab dich beschissen, weil du gestern das Gratis-Ding genutzt hast? Ja. Für eine Frechheit, oder? Wenn das so ist. Wolltest du jetzt noch wohin fahren? Fährst du einfach nur so oder fährst du jetzt woanders? Ich fähr einfach nur so. Jetzt gucken, was geht. Ja. Achso, ich wollte dir sagen, wenn wir jetzt die Tage wirklich dringend einen Artikel brauchen, ich habe den jetzt hochgeladen, ne? Okay. Und auf privat. Also wenn wir jetzt einen veröffentlichen müssen irgendwie mal, weil wir Leerstand haben. An dem Interview sitze ich dran, das kriege ich morgen wohl fertig. Okay. Mit Hector. Ah, wobei, haben die Leistung gemacht? Das Ding macht die halt 240, ne? Ja, aber haben die mir nicht mal erzählt, dass der auch eine 3 läuft? Das habe ich auch schon gehört, ja. Deswegen. Und 240 lief ja doch schon am Werk. Weißt du? Ja, eigentlich schon, oder? Ich bin bei Schnee gefahren, da habe ich mich ganz schön erschrocken, was wie der kam. Hier auf der Gran fährt jetzt halt 210. Ja, irgendwas ist da komisch. Hat Harmony Customs offen? Warte, ich guck mal eben. Ah, vielleicht sind die auch da, ne? Aber ich guck mal eben. Ich meine, wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen jetzt nur optisch. Vor 5 Stunden hat er geschrieben, ich rufe mal eben 5910 an. Ja. Hätten die gesagt, hey, das ist irgendwie zu viel, so, dann hätte ich das verstanden, ne? Aber ja, dann aber sagen, man macht es und man macht es dann nicht, ist halt irgendwie uncool. Ja, Harper, schönen guten Tag. Ich habe die Frage schon beantwortet. Ich wollte gucken, ob sie noch da sind, weil ihr Post ja 5 Stunden alt ist. Hätte ja sein können, dass sie Teepause oder so machen. Wir würden gleich gerne mal ganz kurz vorbeikommen, wenn das in Ordnung ist. Jo, kein Problem. Ich bin nochmal gerade noch in Los Santos, bin nochmal wieder auf dem Weg hoch. Aber ja, dann bin ich da. Also 5 Minuten? Ja, müsste hinkommen. Alles klar, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Und tschö. Jetzt gerade in der Stadt, kommt aber gleich hoch für uns. Okay.
Ja, weil das ist irgendwie komisch, weil ich meine, da lief der mich auch schon so ziemlich schnell. Und da habe ich gedacht, huch. Ne? Den Larry sind, habe ich immer noch nicht erreicht. Das ist doof. Ja, ich habe geguckt, also ich habe 52 für den bezahlt. Ich habe meine Kontoauszüge noch mal gecheckt. Ja. Und, ja. Und dann können wir auch, bis der da ist, vielleicht drüben einfach mal gucken bei Motorrädern. Ich hab das Gefühl. Also. Ist nicht so, wie es dir gefällt, ne? Also, wie es erwartet. Also. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass ich beschissen worden bin. Ja. Weil, wenn die mir sagen, hey, wir machen das, dann erwarte ich das auch. Weißt ja, du? Ja, verstehe ich so, vollkommen. Hätten sie gesagt, hey, irgendwie ist das ziemlich viel Kohle und wir bieten dir an, dass wir das Motortuning umsonst machen und keine Ahnung, Optik bezahlst du, dann wäre das ja fein gewesen. Ja, ja, genau, so Kompromiss. Aber so oder, ja, ja. Ist halt, das wäre richtig mies. Ja, ja. Oder er hat es vielleicht vergessen? Ja, also wenn das so ist, werde ich da hinfahren und fragen. Ja. Hast du das gelesen? Was haben die Leute gegen PDM? Was? Wo da denn? Hat hier einer was gepostet, von wegen hier PDM-Saftladen hält ihre Termine nicht ein und so weiter und so fort. Gestern hat mir der John Vogel noch erzählt, ne? Dass der bei PDM teurer ist als bei Benefactor. Okay. Die haben irgendwie 10.000 mehr bezahlt für ein Auto bei PDM als bei Benefactor. Ich meine, wir kriegen ja Prozente bei ja, ja, PDM, wir sind ne? Sowieso mit unseren Prozenten sind wir eh ja. Runter bei PDM, aber ja. Ich fand das so interessant. So, ne? Ich habe dann ja. Aber nachgefragt, also die sind jetzt, also den ich jetzt haben wollte, mhm. Ne? Den für 450, den ich ja für 405 kriege, ja. Der würde jetzt bei Benefactor 443 kosten. Ja. Ne? Also es sind 7.000, ja, ja. Aber da hat ja. Sich John gestern ganz schön drüber aufgeregt, dass er da 10.000 mehr für sein Auto bezahlt hat. Ja, kann ich verstehen. Weil es auch ein 130.000 Euro Auto war. Da sind ja 10.000 ja. Schon ganz anderer Prozentsatz. Ja, ja, kann ich verstehen. Aber weiß ich nicht. Ja, wir stehen ja auch gut mit PDM. Das ist ja, ja. Unser ne, Vorteil. Außerdem hat PDM ziemlich guten Service. Ja, finde ich auch. Eigentlich. Also ich weiß nicht, was der Poster soll. Ob da jemand irgendwie sauer war, weil er einen Termin oder was. Keine Ahnung. Naja, zumindest wollte ich den daher mal fragen, ob ich vielleicht auch 400.000 anzahlen kann und die 5.000 morgen nachzahle. Dann könnte ich mir den Wagen bestellen, weißt du? Das geht, du kannst sogar 60% anzahlen. Ja, ach guck mal, da kommt ein Dings da. Ah, cool. Wolltest du den Wagen gleich mitnehmen? Ja, warte mal. Kannst du machen, ja. Hello. Grüße. Hallo. Ich habe eigentlich nur ein ganz, ganz kurzes Anliegen. Ja. Ich habe das blöde Gefühl, dass ich von einer anderen Werkstatt beschissen wurde. Von einer anderen, von welcher denn? Also gut, das ist egal, aber das ist vollkommen egal. Es geht darum, dass ich tatsächlich mehr oder weniger für Motortuning bezahlt habe und ich das Gefühl habe, dass da nichts gemacht wurde. Könnt ihr das irgendwie checken? Ich kann nachgucken. Das Problem ist nur, dass bei so Motortuning-Sachen das mit dem Auslesen ein bisschen schwierig ist. Tatsächlich, okay. Aber ich kann mal nachgucken. Okay, soll ich dir einfach mal. Ist Comet Retro Custom. Ja, dann gucken wir gleich mal. Warte mal kurz. Ja. Ach, war noch zu. Ja, dann gucken wir mal, ne? Meinst du nur beschissen vom Sinne her, dass nicht schneller ist oder auch vom Geld her, dass so teuer war? Nee, eher im Sinne von bezahlt, aber nicht verbaut. Ja, dann mach mal wieder die Tür auf, damit ich an den OBD-Stecker kann, dann kann ich mal gucken. Jo, warte. Ja. Okay. Natürlich irgendwie ein komisches Gefühl dann, ne? Okay. Motor, komplett, Bremsen, Getriebe. Okay.
Hast du Turbo auch machen lassen? Ja. Okay, das war doch, das zeigt er mir auch an, aber das zeigt er nicht richtig an. Das ist dieser Fehler, den ich meinte. Nee, ist alles drin eigentlich. Okay. Aber wie gesagt, das ist halt das Problem bei manchen Autos, dass das halt nichts bringt, ne? Ja, okay. Weil, also nicht viel, dann bist du vielleicht nur 2-3 km/h schneller, aber die Beschleunigung sollte eigentlich krasser sein. Okay. Ja, nee, gut, weiß ich Bescheid, nur ich hatte irgendwie komisches Gefühl bei der Sache. Aber gut, dann. Ist ja gut, dass du es nochmal überprüfen lässt. Aber es ist eigentlich korrekt. Also haben sie nichts falsch gemacht. Okay. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Was bekommst du dafür? Gar nichts. Okay. Habe ich jetzt einfach so gemacht. Cool. Weil sowas, das interessiert mich auch. Da war es umsonst. Danke. Ja, keine Ahnung, ist halt. Ich weiß nicht. Lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Ja, klar. Okay. Dann, weiß ich nicht, würde ich sagen. Fahren wir erstmal weiter. Ja, jo, schönen Abend noch. Also, das ist mal schönen Abend, genau. Ja, vielen Dank. Warte mal. Ja. Du hast, glaube ich, noch bei uns einen Autoschlüssel. Einen Autoschlüssel? Ja, du bist doch Eli, ne? Richtig? Ja. Ja, warte mal, ich guck mal kurz im Lager. Okay. Aber wieso läuft denn der andere schneller als der hier? Wenn die das sagen, dass der, was ich, der Weiße. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das auch in der Stadt anders. Bodenbeschaffenheit oder so. Wir fahren gleich mal eine Runde in die Stadt, Harper. Ja, okay. Ja, Sam hat mich gerade angesprochen wegen der Dingster-Geschichte, wegen der Verdienst- und so Geschichte. Ja. Buffalo STX? Ja, fahre ich. War auch mit dir, aber Fun 2? Ja, aber den Schlüssel habe ich eigentlich abgeholt gehabt. Den haben wir immer noch. Ich gebe ihn dir. Okay. Ja. Aber mein Kollege hat dich eigentlich schon mal angerufen. Ja, okay. Ich hatte den aber eigentlich abgeholt gehabt. Sonst hätte ich das Auto ja nicht wegbekommen. Ja, ist ja 2. Ja, na gut, dann ist das halt so. Ja, 2. Weiß ich Bescheid. Dann, danke. Ja, bitte. Dann müssen wir erstmal weiter? Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sir, ne? Jo. Ja. Ich danke dir. Gut, ciao. Bis dann. Wiedersehen. Ja. Nee, also, weil dann Sam das ja. Weil Sam das ja sagte, ne? Ja. Dass das ein bisschen. Ja. Ja, ne? Weißt ja. Also. Schwierig ist mit nebenbei immer Geld verdienen und so. Ja, ist es auch. Hat sie ja auch schon recht, ne? Also. Ja, hat sie ja auch. Die Frage ist nur, wenn ihr jetzt für die Werbung, was ihr sonst natürlich gegen Trinkgeld gemacht habt, jetzt richtig Geld für nehmt, ne? Ja. Ob dann die Leute sagen, ja, nee, das ist zu teuer, ne? Und dann, ja, kommen wir auch nicht weiter. Das ist ja sogar noch kontraproduktiv dann. Ja, glaube ich aber auch eigentlich nicht, dass ihnen das zu teuer ist. Ja, aber ist das dann genug? Also die Frage ist, kommt genug rein dann, ne? Also wir können ja auf keinen Fall jemanden, ich habe zu Sam gerade gesagt, naja, so müssen wir halt alle andere Jobs machen, damit wir die Zeitung finanzieren können, was aber auch wieder blöd ist. Ja. Und für mich könnte eigentlich nur Taxifahrer in Frage kommen. Ja, für mich auch. Oder in der Werkstatt. Ja, oder in der Werkstatt, das, ja. Aber es ist dann auch blöd, dann haben wir wieder weniger Zeit für die Zeitung. Dann stellen wir Leute ein, die unsere Arbeit für die Zeitung eigentlich machen. Ja, richtig. Und wir arbeiten für was, also, und wir arbeiten die wir arbeiten das Geld rein, ja. Ja. Ja, so richtig weiß ich jetzt auch nicht, wie das da, ja. Ja. Ja, und Sam sagte mir was von einem Taxifahrer, der ganz gerne die eigene Tasche wirtschaftet. Ja. Das ist ja auch sehr interessant. Und dreist eigentlich, ne? Ja, das ist schon ziemlich dreist. Das ist richtig frech. Ja, ja. Also, so viel schneller fühlt sich das jetzt hier nicht an, oder? Oh, doch. Ja. Ja. Okay, okay. Oh, Rennleitung. Wenn die um. Okay. Bei Rückstiegel. Selbst wenn die umdrehen. Bis die umgedreht haben, bist du schon weg. Ja. Ach so, das ist jetzt hier in der Stadt wegen dem weniger. Ja. Oder was? Viel Dollar ist das auch nicht. Warum erzähl ich denn was von 340 hier in die Stadt ballern? Ich weiß nicht, was an deren anders ist.
Vielleicht muss ich die einfach nochmal nachfragen. Ja, frag die. Die sind ja da, ne? Fragen wir die gleich mal. Sind die Aufkleber? Du musst Aufkleber auf das Auto machen. Oder irgendwie zu wenig Abtrieb oder so. Vielleicht braucht das Auto einen Spoiler. Das könnte natürlich sein, ne? Aber dann, das wolltest du ja nicht haben. Du wolltest ja eher Stich lassen, ne? Ja. Ich meine, der macht auch so hier 230, ne? Ja, ja. Aber... Magst du mal im Sam anrufen und dir Bescheid sagen, dass wir gerade noch bei der Werkstatt waren und mal gefragt haben? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob sie schon wieder... Ach ja, stimmt, sie wurden auf Fletcher, ne? Ja. Hallo, ich wollte nur sagen, wir sind gleich wieder da. Wir fahren eben noch eine Runde mit dem Pfister. Wir waren gerade nur bei Harmony Customs und haben mal den noch auslesen lassen. Und? Ja, du hast eigentlich alles gemacht. Das ist gemacht, ja, na gut. Ja. Dann, ja, aber die von Betty sind ja auch vor Ort, da an der Tanke. Dann fragen wir die gleich mal, also ob es einen Unterschied gibt, ob wir vielleicht dann doch einen Heckspoiler brauchen oder so. Ja, kann man ja fragen. Genau, das wäre jetzt unsere Idee. Deswegen, wir sind auf dem Weg, wir kommen gleich hoch. Okay. Ne? Dass du Bescheid weißt. Dann bis gleich. Tschö. Ja. Ja, ja. Ich weiß Bescheid. Ja. Alles klar. Da meinst du hier der Highway, dass der... Du bist auch gerade hier lang gefahren, oder? Ja. Achso, ich glaube, ich muss mir doch überlegen, ob ich den Club tune, ne? Okay. Ich bin nämlich an höchster Drehzahl hier gefahren. Das klang wie so eine Nähmaschine. Der hat bei 151, so hat er nicht gemacht. Da war vorbei. Da ging gar nichts mehr. Okay. Ja, muss ich mir nochmal überlegen. Das ist schon ein schicker Wagen, den du hier hast, ne? Muss man ja lassen. Oder? Ich finde ja, bitte gut. Kann man die Verbreitung eigentlich hinten wieder rausnehmen oder ist die gesetzt? Nee, die ist immer da. Ah ja. Ist halt angenietet, ne? Ich mach halt schlecht wieder ab. Ja, sein könnte, dass man sonst die Niet einfach. Gibt ja so die Nietenzieher. Ja. Ich spreche gleich mal Michael an. Ja. Die heißen beide Michael, ne? Die heißen beide Michael, oder? Hm? Heißt ihr nicht beide Michael? Irgendwie so war doch da was, oder? Ja, ich meine den Stovall. Achso, ja, deswegen frage ich, ich weiß nicht, wie die heißen da. Ich weiß nur, wie der Chef heißt. Ich weiß nur, dass die heißen beide Michael, die anderen beiden. Ah ja, okay. Und der eine heißt auf jeden Fall Stovall.